Ja, moin, ich bin's nochmal hier, Lennart aus der Spin Factory Testzentrale und heute teste ich das Palio Titanium King Holz. So, ich habe jetzt das Palio Titanium King getestet. Ein absolutes Angriffsholz, voller Offensivpower hat man gemerkt. Nicht nur dadurch, dass es 5 Schichten plus 2 Carbon- und 2 Titanumschichten hat, ist es eben sehr, sehr schnell, sehr hart. Also es ist auf keinen Fall ein weiches Holz, hat dadurch unglaublich viel Power, vor allen Dingen bei den festen Bällen. Ich glaube, dass es auf jeden Fall für sehr, sehr offensiv starke Spieler geeignet ist, die kompromisslos gegen den Ball gehen wollen mit festen Topspin-Bällen, also Rotation ist trotzdem möglich. Man muss aber eben einen sehr guten Balltreffpunkt finden, weil es eben sehr direkt rauskatapultiert wieder. Deutlich härteres Holz als gängige Hölzer durch das Carbon innen drin und wie gesagt sehr, sehr schnell. Deswegen mein Fazit zu dem Holz auf jeden Fall für Spieler, die relativ viel trainieren, um eben dadurch auch eine gewisse Kontrolle in ihrem Spiel haben, aber dann wirklich extrem auf Angriff gehen wollen und direkt zum Punkt kommen wollen, ist das, glaube ich, eine sehr, 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 sehr gute Variante.